Willkommen zurück zum Final Fantasy VII Let's Play. Wir sind hier gerade auf diesem anderen Kontinent gelandet und wir kamen mit diesem Schiff hier an, wo wir da Genova bekämpft haben und sind jetzt hier in Costa del Sol. Ah, Costa del Sol, muy magnífico. Ach, mein Spanisch ist schon länger her, ja. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ist nicht langweilig? Die vielen Kämpfe, meine Lady. Das ist doch okay. Ihr wartet einfach zu viel. Ja. Und wir haben uns hier, glaube ich, schon ein bisschen umgesehen. Oh, was ist denn da oben für eine Lolita? Da gehen wir mal rein. Hallöchen. Oh. Hier waren wir schon beim letzten Mal. Nee, waren wir ja schon. Hier waren wir schon. Da waren wir schon. Da oben kommen wir nicht hin. Schade. Und Surfing Sultan oder so. Am Meer stand so ein ekliger Typ. Der hat mir zugewunken. Mir wurde mulmig und deswegen spiele ich hier. Ah ja, der Hoyo, den haben wir auch schon gesehen. Da gehen wir jetzt gleich auch hin. Das ist ja mit dir kleiner. 1, 2, 3 und los. Bäm. Tja, der Müll war leider schon Kilometer weg. In, nee. Ja. Wir haben eigentlich schon alles hier gesehen beim letzten Mal und gehen wir jetzt mit Hoyo quatschen. Ja. Vielleicht ein paar Strandbeute aufreißen. Hey, vergiss nicht, auch mit mir zu reden. Hallöchen. Stimmt, hatte ich total vergessen. Da war was, was ich dir erzählen sollte. Stimmt, es ist wegen... Renara 2 oder einer? Keine Ahnung, ich glaube, das sind die zwei Tratsch-Ladies da. Das war gestern. Ein Mann im schwarzen Oman kam aus dem Meer. Aus dem Meer? Okay. Ich glaube, er hatte Karten für Gold Sausa, whatever. Nein, warte, Unsinn. Ich frage mich, ob alles nur ein Traum war. Ja, das war ein Traum, denn niemand kommt so aus dem Wasser gestiefelt. Kannst du mir den Rücken eincremen? Na sicher, komm her. Na, fertig. Wo ist er denn? Der soll doch hier irgendwo sein. Der ist weg. Toll, ich glaube, wir hätten nicht... Ich glaube, wir hätten ihn beim letzten Mal schon direkt anquatschen sollen, denn jetzt ist er irgendwie nicht hier, oder? Wo soll er denn sein? Wollen wir ein bisschen schwimmen? Hallo? Lass mich! Du trinkst mittendrin! Hä? Du mich auch. Und hier ist gar nichts. Ist das Bug? Okay. Tja, dann gehen wir irgendwo anders hin. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ja, der... Der soll doch hier irgendwo sein. Komisch. Ja. Hier am Strand ist gar keiner. Wenn das jetzt ein Bug ist und wir hier nicht mehr weiterspielen können, dann Prost-Mahlzeit hier. Hier können wir nicht hier, obwohl hier irgendwie ein Steg ist. Ah, komm schon da. Steh mal nicht so an, Cloud. Okay. Dann hätten wir mal besser beim letzten Mal mit denen schon gesprochen, weil der ist weg. Der ist weg. Hier geht's auch nicht her. Verdammt, ey. Ja, dann gehen wir einfach auf die Weltkarte. Und hier, was hat die gesagt? Sephiroth kam aus dem Wasser. Der hatte Karten für so eine goldene Soße irgendwie. Gucken wir mal danach, was. Goldene Soße. Tschüss. Costa del Sol. Costa del Crepe. So, gucken wir mal hier auf der Karte gleich. So. In die Richtung ist eine Stadt und in dieser Richtung. Ah ja, ich nehme jetzt mal ein paar andere Leute mit hier. Und zwar... Tifa und Berit, habe ich mir so gedacht. Nee, nicht Reihe, wobei doch, Reihe schon mal. Das war in den letzten Aufnahmen immer verkehrt. Hier genau, PHS. Tja, dann komm mal her und du hier auch. So, jetzt noch hier, genau, die haben auch neue Waffen gefunden hier. Da, Atom. Atom? Arsch. Atom, Arsch. Was? Atom? Arsch, Ehre. Atomarschere. Nein, das ist Atomarsch, Ehre. Also Ehre ist falsch geschrieben, da muss ein H noch hin, also so wie hier Ehre verteidigen, Atomarsch, Ehre. Das ist meine, das ist meine Lieblingswaffe für Barrett. Alter, Atomarsch, Ehre. Hier. Oh, ist das gut, ey. Boah, fängt das hier schon wieder richtig gut an. So. Die kommt nach hinten. Cloud steht vorne. Hier, die hat auch noch eine Waffe. Ich weiß nicht.
Hier Mega-Handschuh und 4 Slots behalten. Weil mal Feuerring kriegt die. Und jetzt müssen wir mal hier der Iris und den anderen da die ganzen Materien klauen. Ich dachte, das geht. Natürlich nicht. Mann. Kann man hier nicht irgendwie Materien entfernen? Ja, komm. Da müssen die nochmal ins Team eben. Weil Iris im Team zu haben, ist eigentlich cool, weil die heilen kann. Aber komm, scheiß drauf. Materie habe ich gesagt, entfernen, ne? Machen wir hier drunter. So haben wir so oft alle. Das brauchen wir ja gar nicht eigentlich. So, das einmal. Und das kommt da drunter. Ja, ja, das ist jetzt hier ein bisschen Vorbereitung und so, das dauert ein bisschen, aber... Was willst du da machen, ey, wenn du Charakter tauschen willst? Da gibt irgendwie keinen Knopf wie Tausch alle Materie. In Final Fantasy 8 gibt's das, aber hier nicht. So. Deshalb dauert das jetzt ein bisschen so. Hier, die kriegt Gewitter und... Nein, die kriegt das untere, die wird jetzt die Heilerin. Hier. Alle und Hitze ist schon mal gut. Den Aufruf und, ja, Wiederbeleben kriegt sie... Und einer hat nicht Cloud schon Analyse? Nein, hat er nicht. Gut, ich hab gedacht. Genesung. Versiegelung ist Schlaf und so auf dem Gegner und das war's. Cool, dann kann die eigentlich noch irgendwas kriegen hiervon. Komm, die hatte bisher immer Raub, hat sie jetzt auch wieder Raub. Und Barrett kriegt hier Gewitter. Alle. Behandlung alle. Das ist ja mal eine nette Kombi. Wir haben doch hier nochmal alle irgendwo. Cool, wenn nämlich alle vergiftet sind, dann geht das bei allen weg. Ja, Schokoboköder ist eigentlich egal. Außer wir haben genug Platz, dann nehmen wir den auch. Oh ja, den haben wir, gut. Dann sind wir jetzt ausgerüstet. Wir speichern mal lieber. Und dann sind wir bereit für die große Reise. Mal gucken, wo es uns hinführt. Ja, ganz gespannt. Wie gesagt, da sind 2 Inseln. Und ich glaube, wir können beide besuchen, aber wir müssen sowieso hierher und dann gehen wir erstmal die Insel besuchen, die jetzt vor uns liegt. Da. Oder? Ah, ne, können wir nicht her, wir können ja nicht da durchs Wasser. Verdammt, müssen wir doch hierher. Ach so, da ist so ein Bergweg und ich mach mal hier ein bisschen leiser für mich. So. Guck, was ist der für eine komische, was ist das denn für eine Walnuss? Hallo, stirb. Silbernes Rad. Mist, ja. Stirb. Ja, der haut drauf, der Barrett. Gefällt mir ja mal gar nicht. Nichts zu stehlen. Oh mein Gott, das ist ein Ei im Ei. Sind wir hier in Russland? Stirb. Der Barrett enttäuscht mich aber vom Damage her. Oh mein Gott, 23 Damage. Wir sterben gleich hier. Stirb, du Ei. Alter, jetzt wird hier aber Zeit für... Genau, Shiva haben wir noch gar nicht gemacht. Haben wir bekommen. Oh, haben wir nicht noch einen Aufruf gefunden, meine ich? Irgendwie, Ich meine, wir haben noch einen gefunden. Aber guck mal. Oh. Und ich meine, wir haben Shiva doch schon mal gesehen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Eiszeit. Na. Oh, der dicke Ei lebt noch. Nicht mehr lange, er stirbt. Und genau, wir haben Ifrit neu. Ja, nee, das mache ich im nächsten Kampf. Haben wir doch da von der Dings da, von der Jenova gefunden nach dem Kampf. Hab mich gerade dran erinnert. Jawohl, die Eier sind Geschichte. Oh, Klingenstrahl, schon wieder ein neues Limit oder was? Alter, wir gehen hier auch ab mit den Clouds und seine Limits. Komm mal her, zeig mal da. Prüfen. Greift mehrere Gegner an. Gefällt mir. Einrichten. Limit Punkt 0. Stufe. Was heißt das? Stufe ändern. Check ich nicht. Muss ich jetzt hier. Ja, komm. Achso, man kann entweder Stufe 1 oder Stufe 2 verwenden. Und jetzt haben wir Stufe 2 gewählt. Klingenstrahl. Gut. Ja, Angriff gegen alle Gegner. Ist, denke ich mal, besser, wenn mehrere da sind. Und wenn nur einer da ist, dann wird auch nur einer angegriffen. Von daher ist das, denke ich mal, egal. Ah, da ist schon wieder so eine dicke, fette Höhle. Da müssen wir wohl rein und... Wir müssen hier in die Höhle. Da können wir gar nicht hin, weil... Ja, da ist Sand.
und ein Fluss und alles. Okay, in die nächste Höhle. Hüpsa! Oh, ein alter Mann. Hallöchen, können wir helfen? Boah, hey, sprichst du tatsächlich mit mir? Ja. Was ist das? Ich bin da gerade an einem Typen im schwarzen Umhang vorbeigekommen. Ich hab versucht, ihm zu sagen, dass es weit da hinten gefährlich wird. Aber er hat mich ignoriert. Sephiroth. Mach schnell! Na. Okay, alter Mann, danke für die Information. Wir. Oh, was ist das? Die Sonne? Sonnenuntergang? Hüpsa! Und, ja. Hüpsa! Und. Sieht irgendwie cool aus, ne? Ja, aber wir haben keine Zeit, diesen Anblick zu genießen. Wir müssen. Was ist das denn? Midgard 2? Soll das hier gebaut werden oder was? Sieht aus wie ein stinkender Marco-Reaktor. Oh, da will jemand auf die Fresse. Und dann können wir jetzt mal Ifrit benutzen, wenn es mehrere Gegner sind. Und ja, guck mal, irgendeine Eidechse und so fliegende Fische. Vakuum. Verdammt! Verdammt, er saugt die Luft weg! Zeit für Ifrit! Poisona, gefällt mir. Verdammt! Das fette Vieh beißt uns! Feuer! Natürlich, null! Stachelhölle? 200! Alter! Nein, nicht schon wieder! Alter! Ey, noch einmal und jetzt weg vom Fleck! Höllenfeuer! Ich bin Ifrit. Jetzt heiß. Bam. Alter, meine Stimme. Wie schon wieder null? Was ist das für eine Schildkröte, Mensch? Ist, glaube ich, nur feuerimmun. Verdammt, wir hätten heilen sollen. Und hier Mindblow, ne, Mindblow zieht Mana ab. Gifttauch, verdammt. Aber wir haben ja Poisona. Alter, was die alle Leben abziehen, ne? Gibt's ja nicht. Boah, hauen wir aber rein da. Oh, 377. Alter Schwede. Okay. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufstufen, jetzt bevor wir so weiter durchrennen einfach. Weil, du siehst ja, wie die Gegner hier schon so langsam abgehen. Ist ja nicht mehr geheuerlich. Boah, wir gehen hier drauf. Verdammt. Ja. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Bei diesem Reaktor. Also ich denke mal, das ist ein Reaktor. Und verdammt, als ob eine von diesen Schildkröten nicht gereicht hat, ne? Erstmal gucken, ob wir den was klauen kann. Oh ja, guck mal. Der normale Angriff von denen zieht mal gar nichts ab. Und beim Horn habe ich jetzt nicht geguckt, wie viel das abgezogen hat. Er konnte nichts stehlen, das heißt, der hat was. Und ich glaube, wir sollten Barret Raub geben, so wenig wie der abzieht. Geht ja mal gar nicht. Und, Mann, Tifa, du enttäuscht mich jetzt aber hier. Rauben. Komm schon, du bist doch eine Diebin, ne? Diamantennadel. Oh, das hört sich jetzt richtig wertvoll an. Zahn. Ja, zieht nichts ab. 52 da. Na, Tiffer zieht auch nicht so viel ab, aber guck mal, wie der Cloud jetzt abgeht, ne? Wie Schmidts Katze. Boah. Die Diamantennadel. Gucken wir direkt mal nach, was es damit auf sich hat. Wahrscheinlich nur irgendein Gegenstand, um. Toll. Tja. Könnte alles sein. Es steht noch niemals eine Information, was das irgendwie sein könnte. Ja, toll. Diamantennadel steht nicht bei wofür, weshalb, warum, gar nichts. Und hier ist nichts. Bin umsonst hingelaufen, da zu Plattform 27. Na, müssen wir wohl hier unten her. Oder können wir da rein? Hab ich ja gar nicht versucht. Ne, ist abgeschlossen. Jo, dann gehen wir hier unten lang. Weg vom Reaktor. Kaum haben wir ihn gesehen, da hauen wir schon wieder ab. Ey, ich wollte eigentlich die Schienen weiterlaufen, aber hier unten geht's ja auch her. Alter, da geht's lang, hier geht's lang, überall geht's lang. Da will wieder einer aufs Maul. Oh mein Gott, irgend so ein Kürbis, keine Ahnung. So, mal gucken, was du hast. Ihr seht, ja, ich kenne die Viecher ja, die sind Eisviecher, deshalb wird hier Feuer, das sind Feuerviecher und deshalb wird Eis viel abziehen, aber die explodieren, glaube ich, auch, wenn man zu oft draufhaut. Habe ich so eine Erinnerung. Weil die immer größer werden. Mal gucken, ob Bio bei denen was abzieht. Was ist das, Bio?
Yeah. Verdammt,